My dear Ellie, I have to find her. So, und damit ein herzliches Hallihallöchen hier bei uns am Ballermann 6. Bei mir ist Benny the Brave. Hello. Und wir spielen The Shore. Falls ihr es noch nicht kennen solltet, das ist rein von der Mythologie her angesiedelt in H.P. Lovecrafts Universum. Rund um den netten Cthulhu und seine Kumpels. Ja? Wer die nicht kennt, kann ich euch beste Lektüre empfehlen. Hier. H.P. Lovecraft lesen. Super geiler Typ. Okay, nicht lange rumgeschnackert. Wir müssen Ellie finden. Wer Ellie auch immer sein mag, wir hören uns nach einem älteren Herren an. Und ja, Benny, hast du irgendwie einen Plan von dem Spiel? Hast du schon mal was unser Inventar wäre ein umgekipptes Boot. Und hier haben wir ein Foto. Wahrscheinlich sind wir hier dieser Jacques Cousteau. Versteht? Und das ist Ellie. Wer weiß. Ja, nee, das Spiel kenne ich gar nicht, muss ich wirklich sagen. Du holst ja auch immer irgendwelche Perlen hier raus, das finde ich immer ganz geil eigentlich. Und ich lasse mich einfach überraschen, also was jetzt hier so auf uns wartet. Eine Möwe! Okay, hier, viel besser. Guck mal. Flaschenpost. Flaschenpost? Warum macht er nicht auf? I've been arguing with John about how many actual days have passed since we ended up here. It seems that all of our hopes are drifting away, like these bottles should do. They always return to the island as if something is leading them back here. If you are reading this, we need your help. Ja, das ist natürlich scheiße, wenn die einzige Möglichkeit, die du hast, ist eine Flaschenpost und die kommt immer wieder an. Immer wieder zurück. Wirklich blöd. Was haben wir hier? Ja, guck mal hier, eine nette Möwe. No, Möwe. Meins? Meins? So, dann lass uns doch mal hier kurz. Also, ich finde, die Grafik sieht schon geil aus. Also. Ja, das hat was, also, ja. Find auch, muss mal ganz kurz ein bisschen lauter machen. Ich finde auch so die Ambient-Musik, irgendwie, die so läuft, das finde ich auch sehr cool. Was haben wir da? Was ploppt hier auf? What is this? A shred of hope. Oh, what a man needs to keep moving before he loses his sanity and his will. Walking along the shore reminded me of the walks I used to have with my wife. Okay, scheinbar ist das unser Boot. Und wir sind hier gekentert. Ja. Das ist nicht gut. Und hängen jetzt hier auf die Island fest. Love Island. Auf The Island Fest. Love. So, ja, hier kommen jetzt leider keine Honolulu-Mädchen irgendwie mit tollen Blumen, Girlanden, um uns zu begrüßen. So, ja, können wir die nehmen? Nee, können wir nicht nehmen. Aber da hinten war noch ein Leuchtturm, ist das richtig? Ja, ja. Jede Insel hat einen Leuchtturm. Ja. Da müssen wir bestimmt hin. Da, warte mal, hier ist nochmal eine Flasche. Hör mal. We armed ourselves and walked along the shore. To our surprise, we came across other ships that had wrecked without any trace of survivors. It was like a graveyard for ships. Our compass goes mad any time we try to set a course off the island. Our captain says it's because of the volcanic dust. We think he's gone mad. Sounds like the captain was right. Ja, ist die Mehrzahl von Schiffswrack wirklich Schiffswracke? Klingt irgendwie seltsam. Dort lauter Schiffswracke. Ja, kleiner Möwenarsch. Dass sie aber auch nicht wegfliegt. Ja, ne? Oh! Ein Fisherman, who was lost in a stranded sea. He never came back. Now I know where he lies. What misfortunes could have drove him here? Die Stimme ist sehr geil von ihm, irgendwie. Finde ich sehr atmosphärisch. So ein richtig alter, gebeutelter Kerl, so ein Seebär. Ja, der halt einfach von den Gezeiten. Oh, schau mal hier.
Kerzen von den Gezeiten hier angespült wurde. Verloren und ohne Hoffnung. I have offered my right arm and spoke the correct words in his absence. Only pain accompanies me towards my demise. I was forced to leave the lighthouse. There's something wrong in all of us. Only the slumbering god can save us now. What god is he talking about? Alles klar, alles klar. Hier hat sich irgendeiner selbst den Arm abgeschnitten. Und hier haben wir zum Beispiel der schlafende Gott übrigens, Benny, falls du dich fragst, wer das ist Cthulhu. Ja, der laut der Geschichte von H.P. Lovecraft schlafend in seiner Stadt Rillier wacht. Ah, okay. Ja. Also hier, Cthulhu, Tagen. Ach, großartig. Da werden Erinnerungen wack. Da werden Erinnerungen wack. Wack. An dem einen Stein war auch noch irgendwelche Schriftzeichen. Nee, weiter rechts. Ja, weiter rechts. Ja, ja, gratitude, gratitude. Ah, what is this? Ja, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich hier so einige von diesen Sachen finden. Weil, ich sage mal so, oh, na hier, der ganze Stein sieht halt auch aus, ne? Wie, oh, ja, halt, stimmt. Cthulhu, es ist witzig, habe ich hier zum Beispiel auf meinem Schreibtisch zu stehen. Die Leute, die den Ruf des Cthulhu kennen als Geschichte, dort wird von einem grünlichen Speckstein gesprochen, der für viel Aufsehen erregt, sorgt. Und zwar soll das Cthulhu darstellen. Ich halte ihn mal kurz in die Kamera. Ja, es ist halt so ein Tintenfisch-ähnliches Wesen mit Flügeln, sehr grotesk anzuschauen. Und wenn man mal genau guckt, ne, sieht man hier oben auch so einen Tintenfisch. Oben abgebildet, auf dem Felsen. Ja, also es... Ich denke, es wird ein sehr geiles Spiel werden irgendwie, weil ich mag generell das Universum rund um Cthulhu, die älteren Götter und also ich hoffe, es wird geil. Ich hoffe, es wird geil. Also unsere Aufgabe ist jetzt quasi erstmal zu erkunden, was überhaupt mit der Insel hier ist, richtig? Richtig, wir müssen erstmal kicken, was jetzt über Phase ist. Wir sind hier anscheinend wirklich hier gerade mit unserem Schiff, der lustigen Schaluppe ist hier quasi gestrandet und suchen halt Ellie. So, was haben wir hier? What is this? Aha, siehst du, ja, auch so grünlicher Speckstein, ne? Okay. Und ist halt schon eine nette Anspielung halt auf die Bücher. Aber davon haben wir jetzt einige, weil links oben auf dem Stein haben wir auch noch einen, genau da. Aber ohne Aufsatz, sag ich jetzt mal. So ein Gebüsch ist das nur. Ja, da dran. Überall so eine Dinge, okay. Ja, so eine Art Wegweiser oder irgendwas in der Richtung oder Warnzeichen auch. Wer weiß. Hm. Wollen wir erstmal einen Blick in den Leuchtturm werfen? Yes, we sinked our feet in the sand the last time. She asked me to tell her one of my stories. About the wild sea. I could hear each of her breaths being shorter and shorter. And by the time I finished my story, pneumonia took her life. Ich bin so dermaßen von dem Sprecher begeistert. Das ist, also ist richtig geil irgendwie. Der holt mich richtig ab hier. Und oh ja. Okay. Das kann man machen. Passiert in den besten Spielen, habe ich gehört. Ubisoft lässt grüßen. Time für. Ist das schon was für Gamesprout? Ich weiß nicht. Send Nudes! Send Nudes! okay, alles klar. Und wie schon angedeutet wird hier in diesen kurzen Geschichten, die der Typ vorliest, oder halt einfach aus Erinnerungen spricht, sind es selten Happy Ends, die in diesen Geschichten geschehen. Dann lass uns doch mal einen Blick in den Turm werfen. Es sieht auch sehr einladend aus, muss man sagen. Ja, und das ist halt ein klassischer Leuchtturm. Was haben wir hier noch? Mal, oh, schon mal. Verschlossen. Aha. Gehen wir rein. Oh, was ist das? Oh. Oh, das sind wir mit Ellie.
Aber wie kommt dieses Foto dahin? Das ist eine gute Frage, Benny. Das ist eine gute Frage. Oh. Ein Haigebiss. Das ist mal aber ein ordentlicher Haigebiss. Mein lieber Herr, sag's fein. Megalodon. Caught on tape. Oh. Ein riesiger Haifischkiefer. Aber es fehlen manche Zähne. Okay, jetzt sollen wir Zähne sammeln oder was? Na gut. Oh, so was. Geile Tischkreissäge hier, Alter. Was ist das denn? Was ist das? Eine Münze mit einem ominösen Satz auf der anderen Seite eingraviert. In the cosmos there are things we know, things unknown, and between there are windows. Okay. 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 Ja, klassische Zeichnungen, ne? Irgendwie. Wir hatten ja schon damals mal bei anderen Games, so, ich sag mal eher so, oh, Klopapier. Zivilisation! Das gute Vierlagige. Wir hatten ja schon mal so leichte Andeutungen. Oh, das Fahrrad, Alter. Das ist auch geil. Komm, wir hauen ab, das Fahrrad. Andeutungen auf das Necronomicon. Ne? Das Necronomicon stammt ebenfalls dem Universum Sonnen von H.P. Lovecraft. Was ist das? Großartig. Ja, Leute, die Cthulhu jetzt kennen und die Geschichten, werden wahrscheinlich über diese Figur etwas schmunzeln. A Key. Aber den können wir doch mitnehmen, oder? Ich hoffe doch. Ja, okay. Ja. Nice. So, was haben wir da? Okay. Was? Oh. Das war. Okay, ja, man kann jetzt anscheinend so ein paar Seiten sammeln. Hier bekommen wir leider keine Übersetzung. Jetzt wäre ach, halt die Frage, die sammeln wir ja auf, wofür? Ah, okay. Sehr tentakelig. Oh. Nichts machen, ja? Okay, wir können das alles einsammeln. Ich guck mal ganz kurz. Tatsache. Ach, schau mal, das haben wir auch mitgenommen. Okay, du, vielleicht gehen wir einfach mal eine Etage höher. Vielleicht finden wir da was. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Okay. Das ist aber schon mal nicht so Standard in jedem Leuchtturm hier, dieses Bodenornament. Komisch, du musst es wahren. Okay. Also sind wir hier nicht alleine? Vielleicht, oder vielleicht wird strahlt von der Münze irgendetwas aus. Eine Kraft oder irgendetwas. Ich weiß. Okay, entfernen das. Oh, nochmal eine Truhe. Guck mal. Oh! Oh, was ein Digger, Junge, hör mir. Dieser Dolch sieht viel zu alt aus. Aber dem Anschein nach hat jemand schon jeden Zentimeter davon gesäubert. Die Form und die Schnitze sind ziemlich unheimlich. Ja. Nein, wir können den nicht mitnehmen. Schade. Ich wollte auch gerade sagen, können wir den mitnehmen? Aber vielleicht können wir nachher einpacken. Oh, eine Axt. Auch nicht. Schleppt denn hier das Holz hoch? Das ist doch kein Kaminkehrstück. So. Jetzt noch mal ein paar Nägelkörper da. Ja. So, lass uns doch mal. Schau mal, da hinten ist ein bisschen Dschungel. Mhm. Siehst du das da? Ist das ein Turm? Ist da auch ein Haus oder was so davon? Geradezu sieht so aus wie so. Weißt du? Warte, ja, die, so, die, so, so thailändische Tempeltürme. Irgendwie. Ja, genau. Ja. So, oh. Guck mal. Können wir da durchgucken? Ein Oblisk, Junge. Lass mal durchgucken. Oh. Da ist er. Ah, hast du gesehen? Da war einer. Da war jemand. Da ist einer. Junge, dann lass mal gucken da. Vor allen Dingen, das Schiff ist noch intakt. Man könnte mal wegschüppern. Oh, die Szene erinnert mich gerade so ein bisschen an The Forest. Na, hast du auch mit dem Fernglas? Glubig, war das mit dem Fernglas oder bist du um die Ecke gekommen? Auf jeden Fall hast du so ein Schiff geguckt irgendwie und da war der Mann in Rot.
The Man in Red. Oh. Können wir runter? Nein, können wir nicht. Eine Abkürzung. Aber wir können noch weiter hoch. So, gucken mal hier. Sieht's jetzt. Ich hab's hier eine kleine Blutekelsuppe. Das ist ja ekelhaft irgendwie. Pfui Deibel. So, lass uns weiter nach oben gehen. Kann ich eigentlich crouchen? Crouchen. Crouchen. So, was haben wir denn hier? Those uneducated fools. They won't let me write for them. They're all fishermen with dirty, scuffed clothes and smell horrible. Their beards reek of alcohol and spit comes out when they talk. I'd rather stay another 4 hours at this point and take care of the problematic mechanisms of this handcrafted construct. Do not regret this journey. It certainly made life more interesting since then. Not to mention the view from up here. All of the hatred, misery, and sadness of mankind fade away into the line where the sea and the sky collide. He is not wrong there. It is a hell of a view. Okay. Ein Pinsel? Ja. Okay. Oh, okay. Alles klar, wir haben den Leuchtturm angemacht. Wir haben das Licht angemacht. Mal gucken, was jetzt kommt. Was ist das hier? Ein Pümpel? Nee. Ein Fischernetz. Ein Fischernetz. So, was mein Schachbrett. Hier? Kuhfuß. Ein Haken. Ein Stück fehlt. Okay. Ach so. Okay. Oh, was ist das? Das kann keine gewöhnliche Figurine sein. Die Details sind in jedem Winkel zu betrachten. Meiner Ansicht nach war der Künstler hinter diesem Werk auch selbst davon erstaunt. Ja, das sieht ziemlich krass aus. So, oh, da oben, an der Seite. I swear I saw something towards the horizon. Behind the mist. It wasn't a whale. Or a great white shark. Its many legs stretched 100 feet. It's fucking so merging its body into the sea. Crawled as if it was infected by 1,000 parasites. From its tentacle mouth, it spit out black, disgusting and disfigured blob-like figures. The moment they fell into the sea, they swam away faster than a dolphin. As the mist kept rising, I could barely see the creature. That wasn't a good sign. I should start placing those talismans I found at the bottom of the lighthouse around the pathways we made. Was ist hier los? Oh, da hinten. Wow! Okay. Haben wir jetzt ein Problem? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja mal interessant. Das ist ja mal wirklich sehr interessant. Die Musik hört ja auch nicht auf. Was ist denn jetzt los? Möwe, was hast du dazu zu sagen? Tell me. Okay. Gut, ich würde mal sagen, wir haben den Schlüssel. Wir gehen mal erstmal runter. Der Schlüssel war jetzt, glaube ich, dann für unten, für den Kellerbereich, oder wie? Ich wüsste sonst nicht, wo ein anderes Schloss ist, irgendwie. Also, okay. Ein Schloss habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass er dafür ist. Lass uns die Tür zum Keller öffnen. Oh, jawohl. Bücken. Bücken! Oh. Oh, oh. Hey, Kumpel. How did they manage to let him die in here? What made them forsake their civil ways? Ah, schau mal. Ich glaube, das war die Schachfigur.
Ah. Oh. Was hätte er denn da noch in der Hand? Ist das der Gegenpart zu dem anderen Stück, was wir gerade gefunden hatten, mit dem Auge drin? Mit dem Auge? Also, nee. Achso, ja, dass die beiden irgendwie sich. Genau, die hätte ich jetzt gedacht, dass man die vielleicht verbinden kann oder so. Oder kombinieren. Das nahm ich in Händen einer Leiche, die eingeschlossen auf dem Boden des Leuchtturms lag. Ich werde den schrecklichen Anblick dieses Kanavers nie vergessen. Sie war ausgetrocknet und glich einer Statue. Meine furchtdurchtränkten Gesichtsausdrücke ließen mich vor Entsetzen schaudern. Wahrscheinlich hatte er in der Dunkelheit dieses Kellers etwas so Abscheuliches gesehen, dass sein Herz den Schreck nicht aushielt. Der immer hier unten eingeschlossen, ihn eingeschlossen hatte, verbrachte eine verachtenswerte Tat. Oh. Okay, warte mal. Also, guck mal, hier ist die kleine Statue. Die würde ich mal ganz gerne oben beim Schachbrett nachher mal probieren. Yes. Bist du das? Also ich kann zwar aktivieren, aber die Steine setzt er von alleine. Also die Figur, nicht die Steine. Gegen wen spielen wir denn? Schwarz. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da ist eine gute Antwort. Gegen Schwarz. Oh ja, ich sehe schon, wir sind bald in der Trap. Ich kann null Schach, um ehrlich zu sein. Nee? Ein bisschen kann ich, also ich kann die Grundzüge, aber ich könnte jetzt nicht mit Taktik oder ja, das ist jetzt der Zug XY. Ja, gut. Okay. Das ist halt, Schach ist ein sehr, sehr schönes Spiel, kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen Lust auf Taktik und Strategie hat, ne? Ist ja nicht umsonst ein Spiel der Könige. Schachmatt. Okay, was haben wir jetzt? Haben wir was erreicht? Haben wir etwas bekommen? Nee, sieht nicht so aus, ne? Nee. Okay. Das hat jetzt. Aber wir können ja auch von da jetzt nichts mitnehmen oder so, ne? Also von dem Brett jetzt irgendwie was mitnehmen? Dass das vielleicht das eine Errungenschaft oder irgendwas kann natürlich auch sein, ne? Ja, das stimmt. Kann auch sein. Gute Schach. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen. So, warte mal, was. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ja. Und zwar, wir haben doch die Brosche hier gefunden, den Klopsteller hier. Ja. Und wir haben doch vorhin, hier war doch der Weg versperrt. Ja. Von der Figur da. Genau, richtig. Und da war da so ein Rund in der Mitte. Ja. Achso, meinst du wegen Einsätzen? Der Augenteller oder das andere Ding ins Bummens hier? Ah. Und? Was nun? Nichts passiert. Na gut. Schade. wäre schön gewesen. Ja, vor allen Dingen, er nimmt es ja auch an. Also er passt es ja auch, also er setzt es ja auch ein. Vielleicht müssen wir auch noch irgendwie was anderes noch zusätzlich gerade klapsen. Wir gucken einfach mal hier, was wir jetzt hier vielleicht noch so finden. Das ist noch so ein Ding. Was hier benutzen. Was ist passiert? Nichts passiert. Okay. Ich sehe etwas Blaues. Schön, dass man hat immer so eine Orientierung. Das stimmt. Was ist das? Okay. Was war das denn? Proceed into the beat. There is something I would like to show you. What is that voice? Get out of my head. Okay. Als ob du jetzt in die Grube gehst.
Oh. Ich guck mich mal kurz rund um die Grube mal. Alter, was ist das denn, Alter? Aber ist das, was im Brief stand, ne? Irgendwie. Pit full of dead bodies? Mhm. Stimmt, ja. Und ein paar von denen sahen aus wie, als hätte man ihm die Seele ausgesaugt. Aber das ist halt auch, was halt die Romane so ausmacht, ne? Das ist halt die Geschichten innerhalb der Bücher, weil die halt einfach so dermaßen beklemmend sind und einfach von diesem kosmischen Übel quasi herrühren, irgendwie, was immer so angedeutet wird, ne? Es ist halt, es wird ja Gott sei Dank nie so wirklich, ich sag mal, entmystifiziert. Ja, fuck, Alter. Soll ich rennen? Nee, ich würde noch vorher zum Boot wollen, weil ich weiß nicht, ob wir da nochmal rauskommen. Zum Boot? Es sieht mich aus wie so ein Portal, weißt du? Wie ein Portal. Portal. Okay. Haben wir die Portal Gun bei? okay. Gut. Zum Boot, ja? Was? Ja, da wo der Typ war, weil da war ja ein funktionierendes Boot, da war ja so ein Typ gewesen. Ich würde da gerne mal gucken wollen, was da los ist. Wir kommen aber nicht dahin. Der Weg nicht? Ist ja der Weg ist ja versperrt irgendwie. Na, ist jetzt hier nicht links runter? Nee, na leider nicht. Irgendwie, also hier. Wenn du jetzt hier den Leuchtturm anguckst. Hm? Ja, da oben ist das Fernglas. Das heißt, und das zeigt in die Richtung. Sein. Genau. So, wir kommen hier aber nicht hin. Wir kommen nicht an dem Ding vorbei, weißt du? Also entweder muss das erstmal zur Seite gebracht werden. Ja. So. Ah, scheiße, gar nicht rüber. Oh, was ist denn da? Sieht aus wie ein Meteoroid. Ja, es wird wahrscheinlich eine Anspielung sein auf die Geschichte, die Farbe aus dem All. Übrigens verfilmt worden mit deinem Lieblingsschauspieler. Mit meinem Lieblingsschauspieler? Nicolas Cage. Cage. Geil. Kam vor, ich weiß ja nicht, 3-4 Jahren oder so. Also eine Romanadaption. Buchadaption. Ich finde, das Buch ist ja geil. Den Film habe ich noch gar nicht gesehen. Irgendwie. Weil ich bin so ein bisschen skeptisch. Nennen wir es mal vorsichtig so, skeptisch. Genau, also man kann ja nachvollziehen, dass wenn Bücher verfilmt werden, im Film trifft es ja nie so die Erwartungen, wie es im Buch ist. Weil die Fantasie ist ja natürlich immer ein bisschen ausgeschmückt, ne? Und jeder hat so seine eigenen Gedanken. Das trifft ja das Buch, beziehungsweise der Film schafft es ja gar nicht so, das zu treffen. Was ist das denn? Keine Ahnung. Aber da erinnert mich gerade an den Chart, so irgendwie, zwei Typen sitzen im Kino und der Film ist vorbei und der eine sagt, und wie hat er dir gefallen? Sagt der andere, fand das Buch besser. Sagt der andere, wie, du hast jetzt gerade ein Buch gelesen? Fand ich witzig. Ist schön. Aber tatsächlich ist es meistens so irgendwie, dass du dir halt natürlich die Charaktere im Buch halt völlig anders vorstellst. Oh, krass. Alter, was summt denn jetzt hier auf einmal? Boah, Leute, ey, wenn ihr euch irgendwie das jetzt gerade anguckt, irgendwie benutzt mal Kopfhörer. Der Sound ist ja mal mega dicke. Alter! Okay. So, hier haben wir Gans. The cure for that. Mom is now dead. And she will never, never come. Oh, stop it! It's not my daughter's voice. Okay. Soll ich das mal ranziehen? Soll ich das mal anfassen? Also, so fangen normalerweise würde ich blöde Ideen in Horrorfilmen an. Soll ich das mal anfassen? Komm, wir gehen da mal hin. Ich tut. Los, ich tut. Ich kann nicht machen. Okay. Was ist das für eine Sphäre hier? Krass. Aber du siehst, Benny, jetzt alles so, dieser Horror-Mystery-Touch ist hier so dermaßen geil am Start. Irgendwie, ich liebe das. Ich finde sowas ja geil. Ich finde das ja geil. Für gut. Finde ich gut, oder? Finde ich gut. So, geh mal weg, weil wir können da nichts machen. So, wo geht's hier hin? What is this? Da liegt unten. Ach, da liegt ja auch noch was. Uiuiui. Eine Metallkugel ist mit dem Abbild eines Oktopuskopfes versehen. Okay, und wie? Das lässt du einfach jetzt hier oder was? Steck ihn ein! Junge!
Okay. Okay. Das schauen wir uns doch mal genauer an. Alles klar, Vinny? Ja, ja. Es sieht nur so aus, als ob die irgendjemanden anbeten und irgendwelche Opfergaben da dem zuordnen möchten. So nach dem Motto. Mit dem Teller. Ah, guck mal, was die da drin haben. Da kommt das Auge. Spaghetti mit Auge. Ein Lern gibt's da bestimmt, der nicht befüllt ist. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr, ne? Immer Futter oder was? Ja, nicht das naja, dann. Oh. Okay. Wow! Oh, oh shit! Weg! Okay. Hm. Ja. Und nu? Hat der irgendwas fallen lassen? Haben wir denn jetzt was erreicht hier? Ja, bestimmt. Haben wir jetzt. Ist irgendwas. Hat der was gedroppt? Also, sieht nicht so aus, aber. Hä? Das ist mir unheimlich. Das ist ja seltsam, oder? Ist doch Quatsch hier. So, und er ist auch der Einzige. Oh, warte mal. Hat hier irgendwas. Was ist denn das hier am Rücken? Ah, okay. Sieht ja auch aus wie so eine Art Siegel oder sowas. Mhm. Mhm. Haben die das alle? Ach, haben die alle. Aber das verstehe ich nicht. Was hat denn das jetzt bewirkt? Wenn ich glaube, wir müssen in den ja. Pit. Okay. Na, dadurch, dass wir hier in der Sackgasse sind und nicht weiterkommen, also die Insel ja nicht weiter erkunden können von hier aus. Auch wenn jetzt irgendwas anderes passiert, ich weiß noch nicht was. Das kann nicht sein. War was? Nee, hab ich das verpasst? Ich dachte, da ist war was zu sehen hier. Der Felsen. Von dem hätten wir gerade ein bisschen erschrocken. Okay. Na, dann müssen wir halt rein in den Pit. Okay, ich geh einfach. Kann ich da die Glibber mal da vorne an dem Felsen runter? Okay. In der Hoffnung, jetzt keinen Fallschaden zu bekommen. Haben wir sowas wie Leben eigentlich? Also gibt es sowas? Lebenanzeige und so? Ich glaube nicht. Also ich wüsste nicht, wie, wo. Okay. Oh, Entschuldigung bitte. Wollte ich jetzt nicht auf dir rumstehen. Tut mir leid. Oh Gott, sehen die alle fertig aus. Irgendwie erinnert mich so ein bisschen so. Die Optik ist. Wirklich erinnert mich so ganz fern an Scorn. Ist ja dieses Giga-ähnliche Spiel, was jetzt kommen sie sogar einfach durchlaufen hier oder was? Okay, man muss einfach nur durchlaufen. Wo sind wir da jetzt gelandet? Das beim Obelisken? Monolith is the key of the silent. Break it free. Break it free. Okay. Es bewegt sich nicht. So, dann wahrscheinlich müssen wir hier. Mal hier. Aha! Okay. Okay. Dann werde ich mal alle aktivieren. Okay. Ob es da eine Reihenfolge gibt? Oder ob das egal ist? Wähle drehen sich. Ich denke, wir werden die vorderen drei machen müssen und dann die letzte vor dem Portal. Und dann lassen wir den frei, wird der Doma heißen mag. Mal ganz kurz gefragt, wollen wir das überhaupt? Also, den freilassen? Grundsätzlich ist es nie eine gute Idee, auf eine dämonische Stimme, die dir sagt, irgendwie befreie irgendwas, zu hören. Also von daher glaube nicht, dass es eine gute Idee sein wird. Aber wir machen es trotzdem. Aber wir geil. Okay, alle drehen sich. Jetzt wirken wir mal zum letzten Ponokel ein und dann gucken, ob die sich jetzt drehen lässt. Okay. Die Sterne stehen günstig. Oh. Oh. Der Phallus wächst. Through the eyes of a god. Like a dream and a flash of light. Beware the existence of mine. Okay. Es bewegt sich. In your conscious mind. Kann ich da hin? Ich meine, kämpfen wir jetzt gegen den? Er bewegt sich ja weg von uns, das finde ich ja schon mal gut. Es wirkt halt schon
grotesk und auch mysteriös und fremdartig. Großartig. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut bis jetzt das Spiel, Benny. Okay, na dann würde ich jetzt mal wieder durch das Portal gehen. Wenn er jetzt hier losmarschiert. Marschiert er zur Insel? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er jetzt einfach nur einen Spaziergang macht, weil er sagt, oh, ich bin 10.000 Jahre, bin ich hier festgefahren und jetzt muss ich erstmal eine Runde laufen. Mal Beine vertreten. Genau. Okay. So, jetzt ist die große Frage, wie kommst du hier raus? So, da bin ich mal gespannt. Komm. Oh, Jump'n'Run. Okay, okay, alles klar, komm raus. Nicht schlecht. Ja, scheiße, läuft der jetzt Richtung Leuchtturm? Wo ist das? Man hat das Ding noch von hier gesehen. Ja. War zwar super weit weg, aber ja. Dann lass uns mal kurz gucken. Vielleicht sehen wir ihn ja irgendwo. Böwe. Das ist schön, hat sich auch schön refreshed quasi. Hier hinten war. Da! Da ist er. Läuft der oder steht der? Was, bewegt er sich wirklich? Nö, nee, da, ich sehe gerade noch, dass der sich gerade. Hab da gerade noch das Wasser aufspritzen sehen. Ja? Ich will jetzt nicht auf dem Leuchtturm laufen, irgendwie nur um mir das anzukicken. Ja, der aber, bewegt sich, guck mal. Er bewegt sich. Der wankt so schön hin und her. Mann, warum kommen wir denn da nicht durch? Tell me. Weiß ich nicht. Ist ja. I don't know. Mal auf das Ding. Nichts passiert. Was? Drückst du denn eigentlich, wenn du das einsetzt, drückst du ja einmal. Ja. Drückst du dann nochmal ein zweites Mal? Nee. Nee, okay. Also dann kommt dieses Nichts passiert, kommt automatisch dann. Genau, richtig. Ich hatte gerade überlegt, ob man eben halt einfach nochmal so eine zweite Scheibe finden muss, um beide gleichzeitig zu setzen. Oh, mir drücken bringt auch nichts. Oh, warte mal. Okay. Alles klar. Okay. Mussten wir jetzt erst den befreien, damit der aufging? Also. Ja, beim ersten Mal stand ja auch da nichts passiert. Also, ich gehe voll aus, wir mussten ihn zuerst befreien. Ich erinnere mich an meinen Vater, der über diese Insel gesprochen hat. Er beschreibt es in einer Weise, die den Hörer schreckt. Er sprach von schwarzen Butterflies. Corpse candles and broken compasses. Nice, ey. Oh, schau mal. Eine Flasche. Eine weitere Nachricht für uns. A5. There was a man aboard named Alan who went missing after we shipwrecked. One night, we found him walking alone across the beach. As we approached him, to our surprise, we saw that he had this fixed expression on his face, as if he had seen something horrifying. His hands and arms were paralyzed in a position like if he was protecting himself from something. We tried to ask him questions, but he didn't reply. Now he's sitting by the shore, singing songs to the rocks about reflections in the sea. I wonder what he saw. Okay. Oh, guck mal, Benny. Oh! Ein Zahn! Cool. Ein Zahn. Oh, der war sogar mit. Okay, geil. Oh, guck mal, da ist er schon ziemlich nah gekommen. Aber wo läuft er hin? Läuft er einfach auf die Insel rum? Läuft auf die Insel zu? Was macht der? Ja. Können wir uns ein Rührei machen? Nein, können wir nicht. Okay, da vorne liegt ein Hai. Vielleicht finden wir da nochmal einen anderen Zahn. Das ist noch eine Flasche. Was passiert hier? Warum? Fängt die Musik so an? Die wechselt halt immer. Es kommt halt immer dieses ruhige Thema. Feels like it's maintained. Dann wird's schlimmer. Untouched by time. The wind and the waves pause for a minute to rest. A calm before the storm. I'm
sending this message as a cry for help. May the waves of the sea be kind. The pollen and I are castaways, trying to find where this island is on the map. This doesn't make any sense. The sun is setting in the east, and the fog won't allow us to see through the scope that far. The odds are against us. There's something strange about Apollon. He keeps going on about how he's reliving this moment. I noticed how much he scratches the back of his head. It's gotten to the point where his hair is beginning to fall out. If you are reading this, we need your help. Ja, schon krass, wenn die Leute halt wirklich echt nicht mehr aus eigener Hilfe irgendwie hier weg können, ne? Sondern wirklich darauf angewiesen sind, irgendwie gerettet zu werden. Das muss so schlimm sein. Ach, ein schöner Hai. Ja, Billy zuckt bestimmt schon gerade wieder zusammen, weil er an seinen letzten Einsatz denkt von Death in the Water. Und ploppt jetzt mal kurz einen Link auf, wenn ihr Bock habt, zieht euch mal rein. Irgendwie wirklich ein mega geiles Let's Play von Benny. In einem Ozean voller Haie. Und er allein und nackt. Nur bewaffnet mit einer kleinen Pupselharpune. Großartig Let's Play. Zieht euch rein, Leute. Okay, gut, wir schauen mal weiter. Da geht's hoch. Wie kommt man hier drunter zum Leuchtturm? Was haut er? Nee. Das kommt nicht weiter. Und kommt nicht weiter. Oh, vielleicht kommen wir jetzt hier zu dem Boot, wo wir den Typen gesehen haben. Aber meinst du denn so quasi außenrum? So ein bisschen? Ja. Genau. Also hier schön Reusenfischerei hier am Start. Mhm. Finden wir hier noch irgendwas? Wenn ihr, falls ihr irgendwas siehst, rufe bitte. Ja. Also bis jetzt ist... Da. Oh, schön. Schön gesehen. Schön. Ich habe nur die Flasche noch gesehen, die da links ist. Oh, die hab ich jetzt wieder nicht gesehen. Achso, okay. Ich dachte, die kommt jetzt gleich noch. I can barely describe what I have witnessed today. That old fool Alex suddenly went insane. He started stuffing his mouth with rocks. Kept doing so until his cheeks were completely torn. We had to tie him down. If you're reading this, send help. There's definitely something wrong with this guy. Scheiße. Ja, wenn langsam alle vom Wahnsinn ergriffen werden. Steine essen. Steine essen ist schon hart. Verzweifelt musst du sein, um Steine zu essen. A small whale. I recognize this boat. It was made by an artist to represent our greatest catch. How did it end up here? This was meant to be completed by the end of December. It's still September. Okay. Also jetzt ist ja das andere Medaillon wahrscheinlich gefunden hier für die andere Figur, ne? Für den anderen Durchgang, ja. Despite his fear about the island, he would often come here fishing some very colorful fish. I remember finding myself quite disturbed as I watched him stuff his mouth with their raw meat. Yay. It's happening. Every man for himself. They all started losing their minds, like what happened to Thanos. He ate his own fingers and cut his eyelids. He was screaming something about being ready to receive the gift of the Watcher. I've lost track of time. I don't know what the date is anymore, nor the hour. The sun isn't moving. Why is the sun not moving? If you're reading this, then I hope you end up here too. Danke. Ah, schön, ja. Das ist doch aber auch Teamplayer des Jahres. Also, was ist das hier? Da ist noch eine Figur. What? Was? Wie? Okay. Das ist ein Jahr der Tod-Tipp. Können wir die nicht mitnehmen? Nee,
kann auch damit nicht interagieren. Nichts geht. Renn mal kurz hier hoch. Ja. Mal zu schauen, wo wir hier hinkommen. Alter. Also, okay, alles klar. Wir sind an dem Meteoriten mit der Farbe aus dem All. Shit, Alter. Ey, Benni, gib dir auf jeden Fall erstmal die Bücher. Die musst du jetzt mal lesen. Das ist quasi meine... Oh! Was? Ja, die alten Götter versuchen mit dir zu kommunizieren. Okay. Wir können jetzt hier nichts nehmen, ne? Wir können jetzt... Oder? Ja, der will das schon. Ich nehme den mal mit. So Point-and-Click-Adventure der 90er-Logik. So einfach so, stecke Boot ein. Gute Tasche eingesteckt. Okay. So, ja, mich würde auch wirklich mal interessieren, Leute, wie gefällt euch das Spiel bis jetzt irgendwie? Also, greift diese Atmosphäre auch bei euch? Ja? Nein? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr interessieren, wie ihr das jetzt, so findet. Also, ich bin komplett gebannt. Benni, ich weiß nicht, wie ist es für dich irgendwie? Du bist ja heute mein Backseat-Gamer. Dadurch, dass ich die Bücher nicht kenne, ist das ja für mich komplett neu. Also ich versuche jetzt gerade quasi der Geschichte logischerweise zu folgen, dass wir hier gestrandet sind, und habe jetzt auch am Anfang gedacht, so von wegen, wo das dann erzählt wurde mit dem Kompass, dass die nicht funktionieren und dies, das und jenes. Er hat sehr irgendwie was Mystisches an sich wie das Bermuda-Dreieck. Wo ja auch immer Schiffe irgendwie verschwinden, Flugzeuge verschwinden, ja, und allem drum und dran. Der Kompass ja da auch immer angeblich so verrückt spielt und sowas alles. Und vielleicht muss ich wirklich dann nochmal die Bücher lesen, einfach um da dann nochmal ein bisschen besser im Saft zu stehen. Aber so finde ich das Spiel, das Game an sich, super interessant, super nice. Okay. Ich würde unbedingt auf jeden Fall noch zum Boot, Junge. So, ich kann aber erstmal die Haifisch-Szene reinschmeißen. So, ich bin der Meinung, das war's. Waren ja auch, glaube ich, nur zwei Plätze, wa? Kann das sein? Ja. Und nun? Also man muss dazu sagen, ich habe das Aufploppen der Archivmans irgendwie ausgeschaltet. Irgendwie, weil ich das immer ein bisschen störend finde beim Spielen. Kann sein, dass das ein Archivment ist, irgendwie. Aber okay, ich wissen tue ich es jetzt auch nicht genau. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen zu dem anderen, zu der anderen Blockade. Und versuchen, diese zu öffnen. Mit der zweiten Scheibe. Ja, das wird schon. Mal hier, jetzt kommt hier gleich. Zack, und der fällt um. Oh. Nice. This place feels like it was always a part of me. As if it has taken a hold of me and won't let go. Another foot in the sand, but this time sink deeper beneath the shore. Wieso geht es hier ins Wasser hin? Können wir das überhaupt? Keine Ahnung. Ich guck mal erstmal kurz hier am Strand. Ja. Oder? Soll ich das probieren? Ja, bis jetzt komme ich erstmal nicht weiter rein. Ja, nicht zu tief gehen, weißt du ja noch bei dem einen Spiel, ne? Mit dem kleinen See. Dem kleinen da See. Da kam der Hai. Ja. Oh, großartig. Das war ja auch Blackberry. Blackberry. Liebe Leute, seid gespannt. Ich weiß nicht, ob es schon rausgekommen ist, wenn ihr das erzählt, oder wenn es schon draußen ist, irgendwie ploppt oben was auf, irgendwie zieht es euch mal rein. Wenn es noch nicht rausgekommen ist, euch erwartet großartig. Oh ja. Okay, hier hinten war jetzt erstmal nischt. Wir gucken mal hier vorne. Day 30. Elliot is trying to put together the broken parts on a boat we found. If he manages to build it, then we might have a chance of escaping this place. We have to try at least. There's only three of us left now in our crew. We can't afford to waste any more time here. As if time exists in this place. I think I'm starting to lose my mind. I can hear my breath after a screeching sound pierces my ears. If you are reading this, then don't
don't look for us. Drei Leute nur noch im Leben. Ich denke, es hat gar keiner von denen geschafft, aber man hofft's immer noch. Man hofft's für die. Oh, da hinten ist ein Boot. Bin ich da hinten? Ich hab Boot. Ja, da will ich hin, da will ich hin. Das ist der sogenannte Place to be, ja? Ja, ja. Dich. So, hier hinten beginnen die Kerzen auch wieder. Ja, da frage ich mich auch immer von wegen, wer macht die wieder an? Ja, ja, also, stimmt. Hm? Oh, guck mal, ein weiteres Foto. Oh, ein Papi. Hm. Hallo. Und, was haben wir hier? Ein Boot? Looking upon my daughter's toy gave me some sort of happiness. Yet I can't take my mind off the idea she's been taken by one of those creatures. Okay, also sie wurde uns entrissen von einer Kreatur. Die Frage ist das, wann ist das passiert? Wie ist das passiert? Ist das bei dem Schiffsbruch passiert? Flasche. It's not my fault. A person has already died here. Jay spoke about a shadow whispering between the rocks. We can't stay on this island anymore. We have to leave now. Okay. Den ersten Satz hat er aber gar nicht vorgelesen. Da ging es nämlich um die Cave. Das ist der Fotoapparat. Also, ein ganz alter Fotoapparat. Solitude and peace is what a soul seeks after being free. Did they die in vain? It appears they were murdered. What a horrible way to find solitude. Okay. Was immer diese komische Figurine darstellen soll, sie sieht so aus, als ob sie verehrt wurde. Oh! Oh, okay. Oh, scheiße. Ja. Genau im richtigen Augenblick abgedrückt, ne? Und dann haben sie es alle gemacht. Mal kicken, ob das die Klamotten waren. Yep. Auch die erinnern mich so ein bisschen an The Forest. Das stimmt. Ja, ja. An The Forest. So, okay. Dann lass uns doch mal auf das Boot. Auf zum Boot. Springen. Oh, wir können jetzt mit Space springen. Hui. Die Orca. Sehr gut. Okay. Möwe? Überall diese Möwen. Oh, Gruselpuppe ohne Arm. Aha. Tentakel. What is this? Okay. What? Da hinten, unsere Tochter. Als ob. Sie wird es nicht sein, aber es war unsere Tochter. Ja, Ellie. Okay, dann lass uns da mal gucken. Das ist unsere Tochter. Ellie! Oh, fuck, Alter, die haben sie echt alle gemacht. Oh. Achso, die Statue haben wir jetzt gar nicht mitgenommen, ne? Nee, wir können sie nicht mitnehmen. Also, das ist halt... Hello? Ah, da haben wir doch jetzt was für einsetzen müssen bestimmt, oder? Hier diese Schmetterlingsform. Was sind das denn? Das haben die Schnäbel? Okay. Was passiert? Hm. Was ist das? Ja, keine Ahnung. Ja. Sieht aus wie so ein schwarzes Herz, oder? Was? I'll do anything. Anything to see her face again. Hä? Das ist nie gut, sowas zu sagen.
Nee, sehr unheilsschwanger. Ich geh mal durch. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Was ist das denn? Okay. Das ist ja mal ein ekelhaft. Das ist ja mal ein ekelhafter Scheiß. Okay. Alter. Oh. Das ist immer so richtig Cloverfield irgendwie. Oder halt noch besser hier, der Nebel. Stimmt. Ja. Krass. Sag mal, ist das vor uns ein Wal? Ja. Ein Toter? Immer richtig abgebissen worden. Okay. Hier hat mal einer. What? Was ist denn das? Ja, mach mal. Mach mal weiter, dein Ding da. Was? Der bewegt sich. Nee. Was ist er denn? Er kann die Rente. Sprinte. Ah, Benny. Ja, das, der Fischmensch. Oh. Ich krieg Schaden. Weiter! Lass mich! Was? Wo ist er denn jetzt hängen geblieben? Hallo? Oh, zerquetscht worden. Ah, okay. Das finde ich okay. Das finde ich nicht okay. Oh, Scheiße. Ach, das ist viel so übel da hinten, Alter. Überleg mal, wie groß das sein muss. Ich hoffe jetzt nicht, dass der böse auf uns ist, weil da die Steine runtergefallen sind. My crew and I took refuge in the tunnel. We can't remember how we ended up here. There is only a small glimpse of a vast dark memory that is accompanied by a whisper. What matters most is staying alive. We're few in number, but it matters not. Once there was a Greek warrior named Leonidas. He and 300 of his men held off an army of 1,000,000. Ja, kennt man. Ach, Scheiße. Man stellt sich doch mal bitte die Dimensionen von diesem Vieh vor. Wisst ihr, wie weit das weg ist? Ja, das ist. Der ist ordentlich groß. Oh Gott. Da ist der Wal. Da unten liegt noch eine Leiche. Und wer war da? Da, genau. Oder halt ein Anzug. Nein. Geil, wir können schwimmen gehen. Nice. Okay. Ab geht's mit dem Taucheranzug. Okay, na dann. Jawohl. Get into the water. And now, through the depths, you will find your destiny. Okay, krass. Und wir haben unendlich Luft, oder wie ist es? Anscheinend. Problem, was ich eher sehe, ist, wenn wir hier drinnen angegriffen werden. Ich gehe mal davon aus, du kannst hier nicht sprinten. Ich sprinte schon. Ah! Okay, sieht man. So, das Ding ist halt wirklich tatsächlich. Hier kannst du ja 1000 Sachen übersehen. Also, Koffi, hier ist jetzt nicht, was du finden musst. Irgendwie noch zusätzlich. Na, ich hätte jetzt so verstanden, dass er jetzt nur sagt, hier geh in die Tiefe, um dein Schicksal zu erfüllen und... Oh. Na gut. Hast du den gesehen? Ja, ich hab da so einen Schatten gesehen. Alter, ist schon ein bisschen Bermuda-Dreiecksmäßig hier, aber guck mal, wie viele Schiffe hier liegen, ey. Tja... Krass. Oh, fuck. Oh Gott, davon ist ja irgend so ein Artefakt, Symbol, irgendwas. Mit einem Kreis drinne.
Oh mein Gott, es ist ein Kreis! Okay, what should we do? Können wir hier was machen? Ach du. Ja. Okay. Puzzle. Ach, das obere ist der feste? Du kannst alle zwei Dinger kannst du drehen. Ah. Na gut, ja, das macht Sinn. Das auch, witzigerweise. Das nicht. Ja, das okay, sind, das hat Klick gemacht. Es hat Klick gemacht. Das ist immer das gleiche, das ist fast immer das gleiche Muster, ne? Ich wollte auch gerade fragen, ist das immer das gleiche Muster, was die da uns zusammenbauen lassen? Jetzt macht schon Glück. So, der Rest ist schon. Oh. Na, hör mal. Läuft. Das ist aber auch ein schöner Mechanismus. Ja. Guck mal, ob der Stein da oben bleibt. Shadow and I came to a curious sort of an agreement. My lack of empathy has phased out any trace of fear. How did my monotonous self come closer and closer to the fact that nothing surprises me anymore? Have I lost my humanity? Not lost, but discovering its true potential. How far would you go, Andrew? How far would you go for her? I would fall into the darkest pit to save her. Ja, das... Be it. Oh, scheiße. Also sowas habe ich mir fast gedacht. Krass ist, dass der Typ irgendwie die ganze Zeit den Mikro zuhält. So, wir sollen uns jetzt in den tiefsten Abgrund stürzen? Ach du Scheiße. Oh Gott. Ja, alles für seine Tochter. Ich kann da jetzt ja nicht. Dadurch, dass du ihn spielst und es seine Gedankengänge sind, müssen wir das ja wahrscheinlich durchziehen. Er kann doch da jetzt nicht rinlaufen. Bin doch tot. Ja, also, soll ich mich jetzt da rinstürzen? Wenn er sagt, stürze ich in den tiefsten Abgrund? Ich würde ja, wenn wir die Funktion hätten bei YouTube, würde ich ja sagen, von wegen, wir machen eine Abstimmung und sollen die Kommentare entscheiden, beziehungsweise die Zuschauer. Aber die Funktion haben wir nicht, daher Rinder. YOLO! Oh Scheiße, kann ich hier noch was nehmen? Nein. Oh Kacke, lass mich. Ih, Teufelsanus! Oh, was? Was? Oh. Wer ist das? Oh Scheiße! Sprinten! Oh, wir sind tot, Alter. What? Dead. Okay. Hätte ich jetzt vielleicht wegrennen müssen? Oder ist das. Ist man immer tot? Ist man. Na, vielleicht sollten wir dann doch nicht da reinspringen. Ne, aber es gab keinen anderen Weg. Und es gab ja auch Tunnel da unten, also deswegen, also denke schon, dass wir da rein müssen. Gerade wenn er halt sagt, so, stürzt dich in den tiefen Abgrund. Ja, aber dadurch, dass wir nicht sprinten können, sind wir definitiv langsamer als wahrscheinlich die Kreatur, die uns verfolgt. Ich würde es mal nochmal probieren, irgendwie. Und dann wäre auch die Frau, wo man hinrennt. Da. Lass mich. Ich glaub nicht. Also ich glaub, wir sterben gleich, oder? Oder? Oh. Oh. Was ist das hin? Ja, dahin. Umarm ihn. Was ist das? Was? Wo sind wir denn? Stargate? Genau.
So, hat uns Cthulhu jetzt ein paar auf den Arsch gegeben irgendwie? Weil wir jetzt irgendwie... Also siehst du was? Ich sehe gerade nur schwarz. Ich sehe schwarz. Ich hab auch noch... Okay. Oh, okay. Oh. Oha, okay. Wo sind wir denn? Weltall? Ja. Haben wir jetzt das Herz eingesetzt? Behind you. This blood plasmic abomination will consume everything in its way. Schon wegrennen? Oh Gott, die leben ja alle! Oh Gott! Also du musst jetzt irgendein Artefakt finden, was eine dreieckige Form hat, wenn ich es richtig verstanden habe. What? What? Ja, ich habe auch keine Ahnung, wo das sein soll. Wie ist eine Sackgasse? Hier doch nicht. Oh. Oh, links, rechts, geradeaus. Antäuschen. Mach's wie ein Rugby. Dicken, drücken, deppeln. Oh, warte mal, was ist hier vorne? Warte, bis da. Nein. Links. Okay. Anfassen. Jawoll. Artefakt benutzen. Linksklick. Ging nicht. It was too late. Schade. Okay, okay. Fuck! Jetzt hast du es durch. Jetzt. Und einsetzen! Jawoll! Hau sie weg! Sind sie weg? Sind wir jetzt... Wo sind wir? Oh! Wo sind... Wo? Wie? Was? Hä? Auge? Was ist das? Alter, wo sind wir denn hier? Ja, das ist halt, ne, dieser kosmische Horror, der hier halt immer in den Büchern vermittelt wird, ne? Das haben sie schön visualisiert, muss ich sagen, irgendwie. Das ist halt, also so hat man es sich jetzt nicht vorgestellt, aber das ist halt irgendwie... Wurde halt immer und... Oh, krass. Was, dein Artefakt würde dich im Stich lassen? Bitte was? Warum? Ich hab vor dir... Was? Wo? Okay. Oh, krass. Wahrscheinlich müssen wir hier zu irgendwelchen Portalpunkten irgendwie und dann werden wir quasi zum nächsten. Ach, krass, sieht krass aus, aber sieht krass aus. Sieht schon heftig aus, aber was ist jetzt da unten? Ist da jetzt so ein Wirbelsturm? Oder greift uns das jetzt gleich an? Ich glaube, da müssen wir hin. Schlicht und ergreifend. Würde ich mal sagen. Aber da hinten ist ja auch noch so eine. Genau. So ein Orb. Mann, sieht das krass aus, Benni. Boah, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das irgendwie so eine Art Schatzkiste ist oder sowas. Oder vielleicht auch ein Portal. Schatzkiste? Ja, dass du da was findest, dass da irgendwas spawnt. Achso. Ein bisschen Fantasie, Junge. Verstehst du? Ja, ich glaube, das ist zu... Hier kommen keine Schatzkisten. Das Einzige, was du hier erwarten darfst, ist Wahnsinn. So, was können wir jetzt hier irgendwie... Nee. Das ist hier. Das ist die kleine Fee von Link, weißt du? Wo ist Ocarina of Time? Link! The artifact you are holding has the essence of the gatekeeper. Use it wisely. And tread carefully on me. For I need some time before I bring you out. Oh,
Alter, diese Zeichen immer vor. Boah, das ist krass, ne? Ja, mach mal kaputt. Mach mal kaputt. Kaputt, mein Tisch. Okay. Okay, unkaputtbar. Okay, dann rennen wir weg. Scheiße! Okay. Was ist gemacht? Weil die sind alle verscheinert, die tun anscheinend nichts, oder? Jacke im Alter, die kommen ja alle. Oh Gott. Aber der hat ein komisches Auge. Das leuchtet. Zwei komische Augen, die leuchten. Oh, wir gucken uns an. Du konntest aber was mit ihm machen. Was mach ich jetzt? Ah, die Hand? Die Hand? What? Ich hab mir seine Hand weggenommen. Kannst du die irgendwo einsetzen? Ja, genau. Ich nehme seine Hand. Ja, die braucht er nicht mehr. Musst du dir jetzt bei jedem die Hand nehmen? Oh nee. Oh. Das ist makaber. Eiskaltes Händchen. Ja, sorry, Bro. Okay. Und? Du machst auf oder was ist... Okay. Also, jetzt. Hab ich gerade bewegt? Oh, was ist denn da hinten? Oh Gott. Ey, bewegen sich. Was ist denn. Nein, die bewegen sich. Wenn ich nicht hinkicke. Na dann, renn weg. Keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das, sowas mag ich ja auch nicht, wa? Dieses. Oh. Ja, genau. Das. Oh, Klicker. Nee. Ja. Oh, da kriege ich sofort Gänsehaut, wenn ich das höre. Oh. Es ist richtig übel. Oh Gott. Oh Gott. Können wir auch irgendwo wieder raus? Gibt es einen Teleporter, der uns weglässt? Ich mische einfach nur auf die Ekelinsel. Die Griechende? Musst du geduckt gehen oder so? Oder? Was ist das denn? Teller? Wieso hat der denn zwei? Was ist. Ey, ich bin völlig verwirrt. Der hat zwei Teller in der Hand. Jetzt irgendwas in die Waage? Da ist eine Maske. You are aware of another voice. Ignore it. We are one step closer to achieving what we came for. Do not let the chasm of the void take you. Your daughter needs you to be strong now. Na, lauf ich dir einfach mal hin und daher. Through the dark. What? What is happening to me? Ja, das ist doch mal heftiger Shit, Alter. What's most important is the exchange for coming this far. Your resilience of both mind and body is extraordinary. Now head straight to the shore. Make good use of the artifact you hold and release him. Okay, wir, ja, denn wir sind in the jungle. You're in the jungle, baby! It's going down!
wie Axl Rose sagen würde. Welcome to the jungle. Ja, Benny, wir sollen ihn befreien. Also ihn? Ihn. Ich bin jetzt... Also, nicht ihn? Also den... Ach so, ihn! 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 Ah, okay, ihn. Ich hätte jetzt gedacht, hier den Obelisken, dass da irgendwie was sich da drinnen versteckt. Aber ihn, den Fischman da hinten? Der bewegt sich auch, guck mal. Ja, ja. Der da. Genau. Ach du Scheiße, Alter. Ihn sollen wir jetzt da hinten befreien? Wer ist denn überhaupt Dagon oder wer soll das darstellen? Dagon ist der Fischgott. Also nicht der Fischgott, aber eine Gottheit quasi, die im Meer lebt und ja doch von Fischern angebetet wird. Okay. Die sich verändern. Oh, krass. Guck mal, dieser laufende Obelisk steht hier auch schon am Start. Ja. Der ist doch die ganze Zeit rumgelaufen, ne? Jetzt sind wir da. Ey, oh, Feuer, Alter. Guck dir mal das Vieh an, ey. Warum sollen wir den jetzt befreien? Also. Das fragt mich auch. Das sagt halt die. Ach du Scheiße. Oh nee. Können wir hier irgendwie. Also wir sollen ja das Artefakt benutzen, hat er gesagt. Ja. So, was können wir denn hier machen? Weißt? Hä? Alter. Kannst du den Stab daraus ziehen? Ah, okay. Muss ich die Pinocchios drin drücken? Und dann? Ah. So. Jetzt haben wir eine Kugel. Die setzen wir jetzt da ein, oder wie? Na, ich würde jetzt mal ad hoc. Also, das Runde muss ins Eck hier, oder? Also. Was. Hä? Können wir das nicht? Hier? Passt oder? Nicht. Ja, so ist. Was ist das hier? In diese. Ach, in die Augen! Okay. Und jetzt nochmal? Oder was? Ja, ja, klar. Und jetzt haben die bestimmt. Andere Seite ist, haben sie bestimmt auch Augen, oder? Wahrscheinlich. Wir probieren das jetzt mal. Das ist jetzt oh yeah. Das ist aber auch jetzt. Also eine kleine Puzzlearbeit. Ne, ist halt so Fleißarbeit, wa? Irgendwie, also. Ein Auge würde doch reichen. So, und jetzt? Achso, und jetzt nochmal? Alter, was ist denn die Uft denn jetzt hier noch? Und jetzt vielleicht da hinten. Oh, okay. Oh, oh, was war? Oh. Jetzt haben wir eine große Kugel. Mal gucken, ob das jetzt hier hinten. Ja. Ja, okay, alles klar. Ich denke, wir. Oh, das müssen wir so rüber. Ein paar Mal machen. Ja. Okay. Okay. Den hauen wir hier rein. Und ich würde sagen, hier vorne ist auch nochmal so ein belackender. Da vorne. Gehen wir mal hin. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt gegen den kämpfen müssen. Also, das wäre jetzt nicht so geil irgendwie. Also. Da fühle ich mich hier selbst mit meiner komischen kleinen Pyramide hier in der Hand ein bisschen komisch. Sieht aber hier nicht danach aus. Vieh an, ey. Dass wir da was machen müssen. Ja, das sieht sehr freundlich aus. Alter, was ist hier? Guck mal an hier, Junge, den Jochen. Was ist hier? Alter. Okay. Muss ich draufschießen? Hat das jetzt irgendwie irgendwas gebracht? Nö. Okay, es hat doch was gebracht. Scheinbar schon. Gehen mal zurück. Damit haben wir Dagon befreit. Müssen wir noch weitermachen? Nö, nö. Muck ist ja finster. Hey, grüß dich.
Ist er jetzt böse oder nicht? Das, Geil gemacht. Oh, die kämpfen jetzt miteinander? Kämpft! Hä? Er beschreibt ihn! Er King kommt ihn! Mikrofon ist leiser. Was? Was ist jetzt los? Er haut ab? Benny, sag was! Er nimmt ihn Huckepack! Ja, aber... Und, ja, aber wohin jetzt? Wohin? Ja. Okay. Hat er denn was da gelassen? Den Pelagen da vorne jetzt mal holen? Der sieht noch so leuchtend aus. Wir probieren uns mal, den zu catchen. Okay. Das Pokémon für Army hier. Aber, geile Szene. Haben sie schön gemacht. Schön inszeniert. Und, kann ich denn hier so... Achso, soll ich den ganz wegbatschen? Aha. Okay. Aha. Okay. Oh nein, jetzt lass mich nicht wieder da irgendwie in Arschbackenwalde sein. Nein. Oh Gott. Was nun? Was ist hier schon wieder los? Aha, okay. Oh, aua! Oh, er ditcht mich. Hä? Aha. Okay. Versteh nicht. Also, ich hab jetzt mich mal auf das zurück entsonnen, was du letztens gesagt hattest, irgendwie, dass das ein Portal ist. Und darauf habe ich jetzt mal gerade gebaut, irgendwie. Okay. Wisst ihr das? Das ist so ein Portal. So ein Portal. Oh. Ja, ist ganz schönes Hentai-Game hier oben. Okay. Warte jetzt noch auf den. Was ist denn das jetzt überhaupt? Überall sind die Köpfe oder was? Kannst du interagieren mit. Schön. Ja, heute gibt's schön. Kopfsalat. Oh, wieso nimmst du den mit? Oh Gott, kannst du den da anbringen? Scheinbar nicht. Was, wie? Mhm. Das ist ein Körper hier, der... Ach, suchen wir jetzt hier den richtigen Kopf oder was? Ja, anscheinend. Siehst du irgendwo... Oh, warte mal. Da hinten leuchtet was. Ah, guck mal. Ich würde mal sagen, der ist es. Hallo, Kopf. Benutze Kopf mit Rumpf. Und? Oh, das sieht gut aus, Benny. Das sieht gut aus. Was auch immer jetzt hier passiert, aber das sieht gut aus. Was ist das? Sagt er ihm? Ich raff's irgendwie nicht. Ist das jetzt richtig? Ist der Kopf jetzt hier einfach runtergefallen, oder? Jetzt warten? Öffnet sie jetzt einfach ein anderes Portal? Sollst du da reinschießen? Ich kann nicht schießen. Ich hab einfach nur hier so eine klobige Steinhand. Kopf löst sich auf. Und wir haben die... Ah, guck mal. Guck mal. Jetzt haben wir auch das Artefakt wieder. Richtig. Alles klar. Also war das wirklich... hat das Spiel mal kurz einen kleinen Aussetzer gehabt. Und jetzt würde ich nämlich das machen. Aha. Das ist ja, oh Gott. Das wird aber auch nicht besser. Das wird nie besser, Alter. Oh, das ist übrigens die neue Wandverkleidung. Das ist die sogenannte Erfurter Tentakel-Raufaser-Tapete. Das ist jetzt der neueste Trend bei Tine Wittler. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh Gott, Wittler. Not yet proceed. We will need my
one of my many forms. Eine von seinen vielen Formen. Okay, und welche darf es denn bitte sein? Worin unterscheiden die sich denn? Sind verschiedene Zeichen? Nee, ne? Die Zeichen sind alle gleich, oder? Sehen alle sehr... Ja, bis auf das bei... Oder doch, da hinten war auch welches. Ich würde gerade sagen, auf manchen ist gar kein Zeichen drauf, aber doch, ist. Sollst du die eventuell kaputt machen? Ja. So, bis eben halt nur noch eins übrig bleibt? Okay, dann probieren wir das mal. Das ist doch meine leichteste Übung, Sachen zu zerstören. Der Destructor has left the building. Has entered the building. So rum. Has left the building. Left the building. Okay, ja, jetzt mache ich alle kaputt und dann jetzt. Und? Okay. Ah, okay. Ja. Also sieht schon alles cool aus. Irgendwie hat so ein bisschen was von Giga, ne? Aber doch anders. Irgendwie. Doch anders. I heard you will find Zagdana Gotha a manifestation of Cthulhu's subconscious mind. Try to avoid it. Ja, toll. Tja, denn... Eine von Cthulhu's Unterbewusstsein, das ist ja super, Alter. Ich soll ihm aus dem Weg gehen. Ach, viel Spaß! Ach du Scheiße. Alter! Mach locker, Junge. Mach locker. Die Frage ist, wo muss ich hin? Oh, da links. Wer seid denn ihr? Oh shit! Oh shit! Oh, nicht doch, lasst mich! Lasst mich! Nein! Oh, ich sehe nicht mehr, Benny! Tür auf! Oh, wunderbar! Oh nee! Wisst ihr, wer da vorne ist? Nö. Cthulhu. Cthulhu himself. And now, my watcher, you stand before him, the slumbering god. I exude him from within. Break him free. Nein, Alter, befrei nicht Cthulhu. Das ist nicht gut. Make him free. Ja, dann befreien. Sieht auch heftig aus, Alter. Ja, auch oben, wie das da alles so zusammenführt mit den ganzen... Sind das auch Köppe? Ja, auch Köppe. Oh, krass, Alter. Warum ist es so ruhig? Die Ruhe vom Sturm. Ja. Tatsächlich will ich Cthulhu nicht befreien. Irgendwie in allen Geschichten ist das nicht gut. Irgendwie, in allen. Und er ist wach. Wo landen wir jetzt? Also, normalerweise geht schon, allein wenn Cthulhu mit den Leuten spricht, in den Träumen, werden die wahnsinnig. Oh. Nur in den Träumen. Und wir erwecken ihn. Okay, let's go to the jungle. Tja. Was ab? Aber wenn wir jetzt Cthulhu befreit haben, dann kommt der denn auf unsere Insel hierher? Also, werden wir jetzt demnächst angegriffen? Das weiß ich nicht. Also normalerweise ist es ja so, dass Cthulhu in Rillier ist. Ja. Ja, seine Stadt unter Wasser. Dort
schläft der träumende Gott. Dort liegt der träumende Gott und irgendwie, es ist nicht tot, was ewig ruht oder ewig schläft. Selbst im Tod ist dann die Zeit besiegt oder irgend so was geht der Spruch. Also, ja, also er dürfte jetzt nicht auf dieser Insel sein, es sei denn, Relier liegt, können wir jetzt hier ins Wasser? You are now bound by his causality. All you have to do now is open the gate for the great old one. Alter, das ist... How is this going to help me find my daughter? We have to nuts things first before we bring her back. What do you mean, bring her back? Do not get ahead of yourself. I need you to stay focused. All right. But what did you mean by nudging things? It's one of these laser beams has an effect on this world. You and your will are the key to disrupt their influence. My father used to speak of how we're not in control, that our fate is sealed from the moment we're born, and that is why we were meant to be fishermen in our family. Was, Alter, macht das nicht? Das ist total uncool, Alter. Naja, er würde alles für seine Tochter machen, ne? Ja, also, aber wir wissen doch wieder, dass jetzt die Tochter, die ist doch nicht einfach nur die Tochter. Da ist da passiert da irgendwas. So, Ponukel-Ede. Okay, na, das geil. Müssen wir jetzt sortieren. So, er kommt. Hä? Ist denn bloß blöd oder was? Ja. So. Der Pinocchio. Und hier hin. Also Chapeau nochmal an den Soundtrack. Der ist wirklich geil. So, und einer fehlt, wa? Einer fehlt. Haben wir den einen in der Hand? Nee, ne? Nee, also jetzt nicht. Okay. Nee, okay. Ja, okay. Müssen wir jetzt hier nochmal irgendwie einen Strand absuchen oder was? Also, mich würde auch mal interessieren. Also, die. Ist das irgendwie. Ist das jetzt für dich nachvollziehbar, wenn du dich jetzt, sag mal, mit diesem ganzen Mythos um Cthulhu jetzt nicht so auskennst? Leider nee. Also ohne dich, glaube ich, würde ich den Hintergrund der ganzen Geschichte, wäre für mich ein böhmisches Dorf ein bisschen. Also es ist klar, wenn ich jetzt, wie gesagt, dadurch, dass ich das Buch ja nicht gelesen habe und auch die Hintergrundstory nicht so ganz kenne, ist es jetzt, wir haben zuerst einen Fischgott quasi befreit. Oh, da ist was. Hier, guckst du. Aber diese Parallelwelt, das hätte mich komplett zerrissen. Ich wüsste nicht, wie die Parallelwelt zu deuten wäre. Ja, wo wir jetzt eben halt bei Cthulhu waren und allem drum und dran und das ist alles für mich so, ja, es ist eine andere Welt, aber warum sind wir hier? Also klar, um unsere Tochter irgendwie zu retten, machen wir das, was uns gesagt wird, aber nee. Also ohne dich wäre ich aufgeschmissen, sag ich so, wie es ist. Also sag mal so, das Spiel setzt halt wirklich, glaube ich, ein bisschen, also es funktioniert auch ohne Vorwissen, aber ich glaube, es entfaltet erst seinen Charme, wenn du wirklich etwas Vorwissen in diesem Cthulhu-Mythos hast. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, es ist ein tolles Spiel, wirklich irgendwie. So, jetzt haben wir hier den Pinocchio eingesetzt. Wollte gerade fragen, bist du dir sicher, dass das der richtige Pinocchio da ist an der Seite? Nee. Der nicht. Ist der nicht da in die Mitte? Da, jetzt links? Ja, da, der da? So, wir können uns nicht mehr bewegen. Wir können uns bloß noch umschauen. Okay. Ja, hallo! Das sind jetzt... Who is this mortal? How is it possible he has the eye of the gatekeeper on his hand? That's impossible. It's impossible.
Something greater in the shadows. Something is forcing his hand. You seek an audience with the Great Old One. Yeah. I do. Okay. What? Da ist er. Okay. Oder auch nicht. Ja. Okay, und sie können nur leben, wenn die Sterne richtig... Okay! How did you come by the Subvat? I made a pact with the Dark Shadow. The Dark Shadow? What led you straight to secret to the void to do his dirty work? What did he promise you? That I would grant you something in return? Yeah, enough of that would fail. The void is coming. What? I will keep you alive to witness the destruction of the pathetic war. My echo infiltrates the minds of men. You and your kind will face extinction. Oh, okay. Okay. Oh, guck mal, hier ist Stargate. First cycle is broken. There is a key in the middle. Find a way to empower the artifact. Who would have known that things like him existed? And yet, your mind remains unhinged. Jawohl, okay, alles klar. Das sieht aber auch nicht gut aus. Also wir müssen jetzt das Artefakt hier irgendwie in Gang kriegen. Und... Ja, aber wie? Ah. Aha, okay. Oh, Alter, müssen wir jetzt hier wirklich... Mal, da hinten müsste man wahrscheinlich hinlaufen. Du musst so wahrscheinlich erstmal alle so in eine Form bringen, in eine Richtung. Wahrscheinlich. Okay. Also, anscheinend müssen diese Steine hier zum Schweben gebracht werden. Mhm. Und es sind 3 Stück. Okay, also müsste jetzt da hinten der noch sein. Also redet die ganze Zeit Niala Totep irgendwie zu uns. Der ist, und jetzt bitte die Leute, die mich... Also die sich damit jetzt richtig auskennen, bitte flamet mich jetzt hier nicht. Aber ich glaube, Niala Totep war sowas ähnliches wie ein Bote. Ne? Oder so ein Verkünder irgendwie. Aber ist schon ein bisschen jetzt her, bitte Leute. Ne? Seid mir nicht böse, wenn ich jetzt etwas falsch liege irgendwie. Ihr werdet euch wahrscheinlich gerade die Haare raufen irgendwie. Ich glaube, Niala Totep hat in... am meisten in allen Geschichten irgendwie, also ursprünglich ja nur von H.P. Lovecraft erfunden, hat sich ja dieser Kosmos über mehrere Schriftsteller weiterentwickelt. Ja, die haben ja alle zu diesem Kosmos beigetragen, irgendwie, ich weiß gar nicht, Clark Ashton Smith und Ronnie Howard zum Beispiel. Von daher, ich weiß jetzt gar nicht, aber in vielen Geschichten irgendwie kommt Niala Totep quasi als flüsternder Schatten und nimmt direkt mit den Leuten Kontakt auf, irgendwie. So, das war aber... Oh, okay. Wir müssen sie drehen. Den versteinerten Dönerspieß. Ah, okay. Klick, okay. Und schon sind wir wieder am Arsch hier, Alter. Ah, nein. Oh, da kommt der Teleport. Nein. Also die andere Welt fing schon übel, ja, irgendwie ist schon, die ist heftig. Ja. Hi. Neon City, so ein bisschen Cyberpunk. Cyberpunk. Jetzt kommt bestimmt gleich Keanu Reeves hier um die Ecke.
als wie? Johnny Silverhand? Oder wie heißt er? Bei Cyberpunk? Ich hab Cyberpunk völlig nicht gespielt. Namen so, Benny. Ja. Oh. Ja, ich würde rechts gehen. Also nicht da lang. Würde auch sagen, ich geh mal hier lang. Wir kommen jetzt nicht so richtig fetzig vorwärts hier irgendwie. Das ist schon Sprinten? Das ist Sprinten. Oh Gott. Was ist hier? Muss ich hier Pinocchio hier anmachen? Komm mal auf hier, das Ding. Die Schnecke. Ah, was? Ah! Okay, die Tür geht einfach nur wieder zu. Das ist schon mal gut. So gerade erschrocken, ey. Mann. Ist hier. Was? Was? Nee, Alter. Nee, der kommt da nicht durch. Sicher? Das ja. Sieht so aus. Nee. Der müsste erstmal einen Knopf drücken. Den findet er nicht. Ja, ich. Genau, mein Glück. Ach so, du musst. Nee. Hä? Muss jetzt genauso aussehen wie da vorne, oder was? Nee, die bleiben ja parallel stehen. Also wenn du. Der obere bleibt ja auch stehen, wenn du ihn und wenn du den da stehen lässt. Müssen die alle gerade zueinander sein? Scheint so. Ah, okay. Guck so, mal auf die Schnecken. Nein, die lass mal schön zu da, den Darmausgang. Scheiße. Ah, schön. Hey. Ey, kann mich. Das ist Rennen. Lasst mich. Geil. Grab me. No. Und ich krieg Damage. Das ist doch scheiße. Aua. Ja, aber ich kann doch nicht mal. Ich kann hier nicht machen, Benny, Alter. Auch mit dem Artefakt nicht? Irgendwie abschießen? Dir den Weg frei boosten oder so? Sieht nicht so aus. Okay. Fast. Guck mal links und rechts, die Zähne. Gott. Oh, das ist echt eklig, Alter. Es guckt dich an. Alles cool. Jetzt hängt. Schöne Armbanduhr, neue. Schön. Haben wir jetzt hin. Das ist ekelhaft. Das ist wirklich eklig. Wenn man jetzt wirklich so in Gedärme, also Cthulhus Gedärme. So. Okay, und da vorne kommt schon wieder Lord Kotzelot. Aua! Schnell. Okay, der hat uns jetzt mal schnell gerade auseinandergenommen, der Kumpel. Ja, das Blöde ist halt wirklich, irgendwie, du kannst sie halt echt anscheinend nur so ein bisschen stunnen. Ja, ich glaube, du musst dann so mit links, rechts, geradeaus ihn so ein bisschen mit Umwegen beschäftigen. Nee, das ist. Du kannst ihn noch nicht mal. Aua. Oh, okay, alles klar. Oh, du kannst ihn kaputt machen. Geil. Okay, na hätte ich dies gewusst. Cool. Oh Gott, so viele Zähne. Was ist das? Soll ich den jetzt hier ringknubbeln? Geht. Ja, dann gehen wir doch glatt durch. Eine einzig riesengroße Schließmuskelparty hier. Ja, okay, also den kann ich. Okay. Da kommt er. Jawoll. So, jetzt kommt aber sein Bruder oder so. Ach, siehst du, ich sag's ja.
Ist das eklig, Alter. Stell mir das gerade vor, was ist, wenn du die nicht kaputt machen würdest, würden die dann am Ende irgendwie zwei Stück am Arsch kleben? Ja, wahrscheinlich. Also, ach, geil. Ja, nicht super. Total schau. Was ist jetzt? Wo sind jetzt hin? Da sind Zähne. Immer da, wo die Zähne sind. Ich soll zu den Zähnen? Ist das denn ernst? Ja, immer dahin. Nee, da hinten hin. Nee, sagt er. Nee. Da hinten hin, Benni. Ich verirre mich hier lieber im Enddarm. Aber hier geht's doch nicht weiter. Scheiße. Also mir ist jetzt hier gerade nicht wohl, Benni, wa? Sag mal, wie es ist. Ja, aber ich... Ruf ich jetzt wieder zurück? Ja, du läufst doch jetzt gerade wieder zurück, oder nicht? Sicher? Ja, bin ich hoch. Stimmt. Ich sage, du musst zu den Zähnen. Ob du willst oder nicht? Ja. Nee. Alter, ist das ein ekelhaftes Level-Design irgendwie. Muss ich sagen, Chapeau, Freunde. Da schau ich mal. Die ekelhaften kranken Typen. Ja, vor allem, wo... Ich hab das Gefühl, als ob da noch irgendwo ein Monster auf uns wartet. Alter, mach mich nur noch fertig hier, ey. Wir müssen ein bisschen an deiner Motivationsräder arbeiten hier, mein Freund. Ja, wenn ich nicht spiele, ist es für mich einfach. Dankeschön. Ist das jetzt, sind wir jetzt hier an seinem Herz? Alter, ist das einfach nur eklig. Oh. Was guck ich jetzt hier? Aha. Ah, okay. Okay, okay. Okay. Ah, macht uns das Tor auf. Okay. Scheiße. Oh, mach das doch wieder zu, komm. Alter, was ist das denn? Das ist so ein Endboss. Sieh doch, komm. Oh, okay, hier mal. Oh, okay. Die also ausmachen. Er bewegt sich! Nein, Benni, er bewegt sich! Oh, ich bin hart gestresst gerade. Ich will ja nicht wissen, was jetzt gerade hinter mir ist. Guck mal nach hinten! Nein, mich nicht. Oh Gott! Oh, guck mal, die machst du doch alle platt! Ja, das Problem ist ganz schön viel. Hat der Ding aus. Und nun? Das war jetzt hier Mogel treffen? Ich glaube schon, oder? Ist jetzt? Nee, glaube nicht. Okay. Oder? Ich weiß es nicht. Guck dir da an, ich muss halt anfassen. Oh. Ist das ekelhaft, Alter. Ich muss an seine Bälle. Ich muss ihn an seiner Murmel rumfummeln. Oh, bitte Strand. Jetzt gehen wir wieder in den Jungle. Oder auch nicht. Nein, es ist... They were once the sons of another god. Beware, they can manifest things that were and things that are. Ich verzeug hier die Köpfe. Oh Gott, sollen wir da reinlaufen? Kannst du da bestimmt rein? Okay, du kannst die Augen anmachen. Oh shit. Okay. Rick, sind noch irgendwo welche?
Da ist an, da ist an, da ist an. Oh ja, hast alle. Ole, wo ist denn dein hässliche Hand? Da, in seiner Hand. Da hast du den Scheiß. As the universe itself unfolds before your very eyes. The Watcher, the Gatekeeper of Worlds and Dimensions. Wer war das jetzt? Yogg-Sothoth. War der jetzt ein Torwächter? Ach du Scheiße. Ich glaube, das ist Yogg-Sothoth. Ach, Azathoth, nee, Azathoth. Ich muss Azathoth. Will your memories take form and shape? Careful, don't lose yourself. But in the end, it is all part of this dream. Proceed. You will understand. He's beautiful, a perfect boy. That's what we ask for. We should name him Andrew. Mhm. Das sind jetzt unsere Eltern. Ich würde mal sagen, ja. Das sieht geil aus. Also wirklich cool gemacht. Echt? Moment, haben die uns hier abgegeben? Bei unserem Portal? Great entity. Accept this boy under your guise. Nein! Eltern des Jahres. Ja, da sag doch mal danke, Mami. Danke, Papi. Ihr seid ja super. Dad? Mom? I'm lost. There's a monster here! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schau. Einfach total schau. Oh, eine Badewanne. Komm, Benni. Da ist eine Schere drin. Ich muss baden gehen. So, was. Yes, she is. You know, I was thinking of getting out of the fishing business. I can't imagine leaving you for months while you have to raise our child alone. What if something happens? I'll see about a job in town next week. Stay with me. Stay with me, Martha. I need you. Krass, das ist schon schön inszeniert. Wirklich geil inszeniert. Ich frage mich, welche Muttersprache die Tochter hat, weil die Klang geht sehr russisch. Aber geil gemacht. Geil gemacht.
Ach, jetzt müssen wir überall die Bälle aktivieren. Müssen wir alle aktivieren. So. Okay, können wir uns nicht mehr bewegen. Dad, over here. Over here. Ellie, is that you? Ellie, stay right there, I'm coming. She's not your daughter, Andrew. She was never real. What? What do you mean? She was never real. Since the beginning, I felt that the only way to enjoy this boring reality is to change it. But I was in need of someone. Someone with purpose. You see, all the people I brought to the island had no purpose. No meaning. But you, Andrew, you are my favorite. I made those memories for you. I created a daughter that you never had. I was always there for you. No. No. It's not possible. Stop lying to me. I did what you asked for. I'm getting her back. Perhaps there is still a way to make her real if you manage to reach her. Your strong will can influence Azathoth's dream. What did she do to me? Okay, also ich kann es jetzt nicht beeinflussen hier irgendwie. Glaube ich. Also, ich kann jetzt hier nichts drücken. Nee, ich glaube, das ist so gewollt. Ja. Ja, krass. Ist ja schon, also finde ich ja schon heftig, dass da einfach eine Gestalt sagt, so, hier, du bist mein Liebling und alles, was du erlebt hast, die Tochter, die du eigentlich niemals hattest. Ich weiß gar nicht, hatte er denn auch nie eine Frau gehabt? Wäre da so die nächste Sache? Und einfach nur damit er einen Grund hat, ihm zu folgen oder das zu machen, was er sich wünscht. Ja, wahrscheinlich. Also wie so ein Haustier, ne? Irgendwie. Alter. Ist ja ein Haustier. Was für eine Arschlochgestalt. Naja, Azathoth, wa? Ist halt irgendwie jetzt nicht unbedingt so der Nice Guy, sag ich mal, im Cthulhu-Universum. Oder im Lovecraftian-Universum. Aber, geiles Spiel. Geiles Spiel. Hat mir super gefallen. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan dieser Mythologie irgendwie. Auch wenn ich jetzt nur nicht alle 100% auf die Kette bekommen habe. Aber, super, hat sich geil angefühlt, das Spiel irgendwie, und hat eine geile Atmo gehabt. Muss ich mal wirklich sagen, irgendwie. Hat mir gut gefallen. Es gibt ja viele Spiele über den Mythos. Ja, das ist halt schon allein Call of Cthulhu, das ursprüngliche Adventure. Ich glaube, Dark Corners of the Earth ist es. Oder, weiß der Geier was. Das neue Call of Cthulhu oder Sinking City, die sind ja jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren rausgekommen. Die sind halt sehr cool. Ich denke, es wird nicht der letzte Exkurs ins H.P. Lovecraft-Universum gewesen sein. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's gefallen. Benni, hat's dir gefallen? Mir hat's auch super gefallen, aber bevor wir jetzt abmoderieren, du wolltest noch gerade was holen für die Zuschauer. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Okay. Das machen wir beim nächsten Mal. Okay, ihr Lieben, dann hoffe ich irgendwie, ihr lasst ein Like da, ihr lasst ein Abo da, irgendwie aktiviert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen, was da noch so Schönes kommt auf dem tollen Kanal. Und ansonsten lasst ein bisschen Liebe da, zeigt, dass ihr da wart, und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ciao. Tschüss.